Ja, Salzburg hat gewählt. Herzlich willkommen wieder zu unserer Live-Sendung zur Gemeinderatswahl in Salzburg-Stadt. Aber man muss es trotzdem sagen, es sind 119 Gemeinden, wo es Ergebnisse gibt. Wir beleuchten derzeit die Landeshauptstadt, aber es gibt natürlich vieles, vieles andere auch noch. Ja, und bei uns zu Gast jetzt Kronenzeitungs-Innenpolitik-Top-Redakteur Erich Vogel. Erich, vielen Dank, dass du da bist. Wir machen eine Stunde gemeinsam. Immer wieder sehr gerne. Das ist mein Vergnügen. Blicken wir doch einmal auf das, was uns vorher ziemlich vom Sessel geschmissen hat, ganz offen gesagt. Wir haben es hier hinten eingeblendet. Das ist das aktuelle Ergebnis. Die ÖVP, die Hälfte von zuvor, ein Minus von 19%. Ein unglaublicher Wert. Die FPÖ mit einem Plus von 12%. Die SPÖ ebenfalls recht gut unterwegs. Überrascht mich in dieser Dimension. Fast das Ergebnis vom letzten Mal wieder erwischt. Die KPÖ mit 24%. Das ist schon Bombe. Das war bei der Landtagswahl, wenn man die auf Salzburg projiziert hat, haben sie 21% geschafft und jetzt schaffen sie 24%. Das ist ein sehr, sehr starker Wert, muss man ganz offen sagen. Die Grünen bei 11%, die Neos bei 3, die Liste Salz nur bei 2,5 und die MFG mit 0,88 definitiv nicht mehr im Gemeinderat. Ja, und da haben wir noch einmal die Personenergebnisse, bevor wir in die Analyse gehen. Wir sehen hier ganz klar Bernhard Auinger, der jetzige Vizebürgermeister in Salzburg, auf Platz 1. Kai-Michael Dankl aber schon ganz knapp daneben ebenfalls. Da fehlt nicht viel. Er hat 29%, Auinger hat ein bisschen über 30. 1% nur Differenz derzeit. Das ist insoweit ja bemerkenswert, weil die Stichwahl machen die beiden untereinander aus. Ja. Jetzt kann aber dann trotzdem ein ganz anderes Ergebnis dann rauskommen. Auch wenn sie jetzt ganz knapp nebeneinander sind, jetzt gab es ja 7 Listen. Bei der Stichwahl sind es nur mehr 2. Ja. Wie es dann ausgeht, ist im Prinzip jetzt wieder ein ganz neues Blatt, oder? Ja klar, das ist auch, ich finde das auch sehr spannend, diese Konstellationen. Da gibt es noch eine Stichwahl. Es ist ein bisschen wie im, ich weiß nicht, wie im Fußball oder so. Ne? Da hast du dann eine Liga und dann kommen die in die nächste Runde und dann gibt es ein Finale und so weiter. Also ich finde es, als Journalist finde ich es recht interessant. Ja. Und du hast das schon angesprochen, habe das vorher schon analysiert. Der Absturz der ÖVP ist natürlich in der Stadt Salzburg, muss man sagen, ist eigentlich... Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Nein. Also dass sie die Wahl nicht haushoch gewinnen würden, das war klar. Da spricht auch das ganze Bild bundesweit auch eine Rolle. Natürlich, das darf man auch nie ausklammern, wenn man diese Sprüche heute wieder hören werden. Es war eine Regionalwahl, bla bla bla. Kennen wir schon alles. Aber dieser Absturz ist schon sehr bemerkenswert, das muss man sagen. Und wir werden sicher auch noch drüber reden später. Ja, es hat definitiv auch, ist das ein Signal, wie der Christoph das vorher richtig gesagt hat, auch für die Bundespolitik, ja, absolut. Was da passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss ja sagen, der bisherige Bürgermeister Harald Breuner tritt ja nicht mehr an. Mag sein, dass das ein Mitgrund war, dass die Wähler sagen, ja, wenn nicht einmal der Bürgermeister mehr will, noch einmal anzutreten, dann wird es der Nachfolger auch nicht besser machen. Den kannte man auch nicht so, muss man ganz offen sagen. Richtig. Ein Neuling quasi. Das heißt, es fehlt der Popularitätswert und es fehlt auch so eine Art Bürgermeisterbonus. So ist es, ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der neue Kandidat. Ich kannte den Füßer kurz mal auch nur rudimentär. Ja, natürlich, aber dem kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen. Der ist, wie richtig gesagt, er ist ein No-Name, den kennt niemand. Das war bei den Neos, bei den Landtagswahlen genauso. Da haben sie auch kurz vorher irgendeine Dame, deren Namen ich nicht mehr weiß. Ja. Ja, und die sind gnadenlos gescheitert, an die Wand gefahren. Und hier war es genauso. Der Politiker, ein älterer Herr, ein Anwalt und Hotelier, der hat halt damit geworben, dass er gegen die Kommunisten auftritt. Ja? Allein das sagt er schon alles. Ja? Also der hat den Kommunisten dann nur noch mehr eine Plattform geboten. Ja? Also wenn ich schon so weit bin, dann ist es eigentlich schon absehbar, dass das nicht gut gehen kann. Mhm. Ja? Die Kommunisten werden sie die Finger kriegen. Genau, der hat auch immer wieder die Kommunisten in seiner Wahlbotschaft erwähnt und hat eigentlich den anderen ein Forum geboten. Richtig, er hat einfach gesagt, wenn ihr nicht den Kommunismus wollt, dann müsst ihr mich wählen, ne? Weil sonst kommt der Kommunismus. Ja. Gut, die Taktiken kann man diskutieren. Ich bin kein Politberater, aber diese Strategie hätte ich ihm nicht quasi empfohlen. Mhm. Also wichtiger Punkt, der ÖVP-Kandidat war einfach unbekannt. Ja, im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Das war taktisch nicht sehr gescheit. Aber diese Niederlage ist schon schmerzhaft, sehr schmerzhaft.